Cerisa und Cheshire zerstören den dritten Elementarkern. Mit ihren neu erlangten Kräften bahnen sie sich einen Weg in Richtung des letzten Exemplars. Tja, liebe Leute von heute, und damit beginnt dann jetzt auch der nächste Part von Bayonetta Origins, Cerisa and the Lost Demon. Wir haben den dritten Elementarkern errungen und mit dessen Macht sind wir jetzt natürlich auch in der Lage, das hier zu machen. Einfach eine gepflegte... Oh Moment, das war jetzt falsch. War das jetzt noch? Nein, das war jetzt auch wieder falsch. Ja, eine gepflegte Hydropumpe wird jetzt hier ausgeführt. Und eigentlich hatte ich jetzt gedacht, das würde jetzt was anderes hier machen. Aber anscheinend ja wohl doch nicht. Ich hatte eine Vision davon, wie du mich rettest. Es muss Schicksal sein, dass wir uns begegnen. Tja, das war dann jetzt wohl anscheinend wieder ein weiteres Irrlicht. Aber mehr soll das ganze Sakit hier nicht gebracht haben? Tja, ich muss sagen, das war jetzt irgendwie ein bisschen wenig gewesen. Aber mal sehen, wohin uns unser Weg noch führen mag. So, Biologieaufzeichnung Nummer 7. Ich bin immer wieder aufs Neue erstaunt von den unbeschreiblichen Entdeckungen, die ich seit Betreten des Waldes mache. Vor kurzem stieß ich auf ein gewaltiges Seerosenblatt, so gewaltig war es, dass es mich problemlos übers Wasser trug. Meine Fachkollegen würden nun vermutlich einwenden, dass sich dabei bloß um eine besondere große Victoria Amazonica gehandelt haben muss. Doch dem kann ich nur widersprechen, selbst die Victoria Amazonica würde unter dem Gewicht eines Erwachsenen im Wasser versinken. Diese Seerosenblätter hingegen sind deutlich robuster und größer. Ich wage zu behaupten, dass ich damit einen der großartigsten botanischen Funde der letzten Jahrhunderte gemacht habe. Da diese Seerosenblätter hier im Wald von Avalon heimisch zu sein scheinen, habe ich sie auf den Namen Feria Avalonica getauft. Im Moment spiele ich mit dem Gedanken, eine davon als Boot zu verwenden, um den See zu überqueren, auf dem ich sie entdeckt habe, und so in neue Gebiete des Waldes vorzustoßen. Übrigens habe ich seit einiger Zeit das Gefühl, von irgendjemandem oder irgendetwas beobachtet zu werden, auch wenn sich dafür keine wissenschaftlichen Beweise finden lassen. Ich kann nicht sagen, ob es sich dabei um einen Menschen oder vielleicht das geisterhafte Wesen von neulich handelt. Aber dass ich beobachtet werde, daran besteht kein Zweifel. Da fällt mir ein, es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Womöglich handelt es sich bei meinem Beobachter oder meinen Beobachtern um eine Art hochintelligente Wesen, auf welche auch die vielen Feenlegenden zurückzuführen sind. Ein interessanter Gedankengang, den ich weiter nachgehen muss. Tja, wie man's nimmt, wie man's nimmt. Nothing to worry about. A leaf this big will hold us up no problem. Right? Interessant ist es auf alle Fälle. Tja, interessant ist das Ganze jetzt hier auf alle Fälle. Also gut, Cheshire. Da mal volle Kraft voraus. Geht doch.
Tja, interessant ist es jetzt wirklich auf alle Fälle. So, kein See und kein Fluss können Wasser Cheshire aufhalten. Nutze er und erschwimmt mühelos über jede Wasseroberfläche. Cheshire kann nur in seiner Wasserform schwimmen, betritt in anderen Formen das Wasser und er wechselt sofort zur Wasserform. Okay, nicht schlecht, Herr Specht. Aber jetzt an der Stelle müssen wir nochmal kurzzeitig was anderes mal ausprobieren. Denn es scheint ja sowieso... Ah ne, wir können ja, sag nicht, zur rechten Seite rüber wechseln. Da müssen wir wohl jetzt wohl und übel ins Wasser springen. Can swim? I'll pass. I don't want to get my hair wet. Naja, was sagt man, er sagt dazu? Er kann, er sagt, auf dem Rücken schwimmen. Und nun bitte aufsteigen. Nein, nicht so. Okay, das bringt uns jetzt, er sagt, nicht sehr viel weiter. Aber dass er sagt... Oh. Nein, dass er sagt noch nicht allzu viel. Gut, das war jetzt schon mal besser. Okay, ein bisschen muss sie jetzt erstmal noch ein bisschen reinkommen mit der neuen Wasserform. Muss erstmal sehen, irgendwie ein bisschen damit klarzukommen. Okay, das wäre, sag, im letzten Part, sag, auch mal dieses kleine Minispielchen mit dem Blumen, sag, so langsam hatten. Das muss, sag, wohl ein Fehler des Spiels gewesen sein. Weil jetzt ist ja hier wieder alles normal. Okay, das war jetzt, sag, nicht so gut gewesen. Aber anscheinend gäbe es jetzt hier noch irgendetwas. Oder vielleicht noch nicht so recht. Also. Oh, das war jetzt, er sagt, nicht gerade sehr gut gewesen. Das hätten wir anders machen müssen. So, was ist das jetzt überhaupt? Ach so, so kommen wir, sag weiter.
Okay, so ganz was bringt, tut es ja, sagt, wie es aussieht, nicht. Okay, ein bisschen hat das Ganze ja doch was gebracht. Jetzt müssen wir bloß mal sehen, wohin uns der andere Weg jetzt führt. Ach, wenn das mal nicht die Meisterin ist. Sarita, thank Shiba, you're safe. Morgana's projection appeared before her once again. She seemed relieved. Sarita, you look different. Did something happen, my dear? Morgana, I defeated a giant monster. You should have seen it. Unable to contain her childish glee, Cereza explained how they had taken down the Jabberwock. It is a miracle you escaped unscathed. I thought I told you to find a safe place and stay put. But I must admit, I am surprised. Perhaps you have grown more than I thought. Words of praise from Morgana were as rare as igloos in Inferno. It took all of Cereza's willpower not to jump for joy. I believe you're ready for more powerful magic techniques. They will allow you to draw out the true strength of your familiar. Listen, Cereza. I have begun my preparations to get you out of that forest. What? The strength of the fairy magic that protects Avalon is immense. It will require an equally powerful spell to break. I have begun my incantation, but it will take until dawn to complete. You must survive until then. Yes, ma'am. Skill at controlling a demon determines one's worth as a witch. Remember this if you hope to take on any more monsters in that forest, and live to tell the tale. After Morgana's specter had vanished, Cheshire let out an angry growl. Oh, Morgana always talks like that. Don't worry. I know you're not just some kind of weapon. But it wouldn't kill you to listen to my advice once in a while. Cheshire snorted in response. Ugh, you're hopeless. And with that, Cereza's good mood disappeared as quickly as it had come. Und somit beginnt noch nicht das nächste Kapitel, aber die Feen sind in Aufruhr. Schon 3 Elementarkerne wurden zerstört und 3 Siegel zu was weiß ich wurden entfernt. Jetzt ist er bloß noch der Elementarkern des Feuers da, um dieses Siegel da aufrechtzuerhalten.
Und der dunkle Feenkönig ist nicht erfreut darüber. Nein, ganz offensichtlich ziemlich wütend. Und damit beginnt jetzt Kapitel 8. Zerrissen. Tja, was das denn sagt jetzt, er sagt so zu bedeuten hat, zerrissen. Okay, weiter springen können wir, er sagt auch. Aber sollten wir wohl jetzt anscheinend erstmal nicht. Okay, das scheint wohl auch irgendwas Neues zu sein. Ah, das können wir absorbieren. Ja, praktisch. Je mehr Wasser wir absorbieren können, umso weiter kommen wir also voran. Auch interessant, aber wie weit... Na, warte mal, dann könnten wir jetzt doch theoretisch, er sagt, auch das Seerosenblatt nutzen. Das Seerosenblatt jetzt zu nutzen, ist er sagt, möglich. Aber durch Morganas Ansprache, da ist die eine Sache jetzt klar geworden. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit hier. Okay, das war jetzt irgendwie ein bisschen falsch gewesen. Warte, das ist jetzt auch nicht so ganz richtig. Nein, das ist jetzt auch noch nicht... Nein, das war jetzt eben auch noch nicht so ganz passend gewesen. Okay, dort können wir erst weiter, sobald wir erstmal die nächste Elementarenergie aufgesogen haben. Tja, nichts leichter als das. Wenn das so weitergeht, können wir jetzt wohl bald in das nächste Gebiet gehen. Gut, gut, gut. Es läuft jetzt alles, noch weiter nach Plan. Gut, alles läuft nach Plan. Hm,
alles läuft bisher nach Plan. Eine Energie nacheinander wurde jetzt der Sack entzogen. Die magischen Kräfte wurden bis jetzt verstärkt. Und so haben wir jetzt gleich auch den nächsten Weg freigeschaltet. Wohin er uns führen mag, das wissen wir noch nicht, aber auf alle Fälle wissen wir, es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit heiß werden. Da es ja um den Elementarkern des Feuers ergehen wird. So, und wo wir da gerade davon sprechen. Ja, hier ist er sagt noch ein Weg nach unten. Und nun erstmal aufwärts. Naja, im Allgemeinen hatten wir sowieso jetzt auch einen ziemlich langen Weg nach unten gehabt. Okay, so funktioniert es also noch nicht. Aber wo ist denn jetzt, er sagt, der richtige Weg hier? Okay, Turner Nock, betreten. Mal sehen, was für ein feuchtfröhliches Spektakel uns jetzt, sag hier, mit Wasser Cheshire erwarten wird. Wäre auf jeden Fall Zuspitzung. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre jetzt doch ein bisschen wahrscheinlich, dass wir jetzt gesagt, die Wasserfähigkeit auch in einem Turner Nock einsetzen müssen. Aber so wie es aussieht, bleiben wir, sagt, von so einem Turner-Knock noch verschont. Wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal wieder einen Herztrank. Und andere Tränke, sag auch noch. Okay, einfach nur ein Kampfraum. Man meint zwar jetzt, es wäre einfach. Warte mal.
Hier hätten wir dann jetzt mal Mulzibär. Hitziger Berserker, der aber trotz allem einen Steinschild benutzt. Tja, ein bisschen werden die Gegner wirklich immer stärker. Aber mit unserem guten Teamwork und unseren guten Fähigkeiten können wir es halt immer wieder schaffen. So, jetzt allerdings stellt sich natürlich immer noch die Frage, wohin wird uns jetzt unser Weg führen?